Zu einer neuen Folge Umsi, der Omnibus Simulator 2. Und ja, heute befinden wir uns auf der Karte, die neu erschienene Karte wohlgemerkt, Waldhofen. Und die ist auch gleichzeitig vom Erbauer, der auch schon Alheim und Laurenzbach gebaut hat, sowie Winsenburg. Und das sind ja eigentlich so ein paar Karten, die ich persönlich schon sehr gerne gefahren bin, vor allem Winsenburg. Das hat mir wirklich schon einige Spielstunden gebracht. Also, da habe ich auch schon ein bisschen was dran modifiziert an der Karte. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema, sondern diese schöne Karte hier. Und ja, hier sehen wir auch schon mit dem Bus, mit dem wir heute fahren werden. Das ist der Citaro Car Facelift. Gibt ja auch nur den in der Facelift-Version. Und ja, mit dem werden wir heute auf der Linie 595 in Richtung Schloss Salthammer fahren. Nicht wahr? Ich schau mal hier eben. Da steht's nicht. Genau, Schloss Salthammer. So, also, ich kann ein bisschen mal zur Map erzählen. Ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gut vorbereitet. Es ist auf jeden Fall keine Großstadt mehr, so wie es ja Arnhem und Laurenzbach war. Und nein, ich stelle gerade nicht die Zeit vor. Das hätte jetzt wahrscheinlich niemand gemerkt, hätte ich es jetzt nicht gesagt. Aber auf jeden Fall, ich stelle mal einen Fehler bei Bereichsprüfung. Okay. Wenn die Karte meint. Okay. Auf jeden Fall, diese Karte, ist jetzt nicht so eine riesige Großstadt, sondern eher eine Kleinstadt. Hat also jetzt nicht mehr als 100.000 Einwohner. Und die Karte, die liegt im Rheinbergland. Es könnte jetzt falsch sein. Ich tippe auch darauf, dass es falsch ist. Aber naja, egal. So, starten wir erstmal hier den Bus. Ich habe hier auch das IMAX eingebaut, weil ich finde den normalen Drucker irgendwie nicht so toll. Und das IMAX, das muss auch nicht unbedingt sein. So, 595. Tippe auf Route 2. Und das ist nicht richtig. Schloss Salthammer. Genau. So, 4 Minuten bis zur Abfahrt. Trotzdem am besten mal schon mal vorrücken. So, auf der Strecke werdet ihr gleich auch sehen, warum ich jetzt hier den Citaro Car ausgewählt habe, anstatt mit zum Beispiel normalen Citaro. Das werdet ihr dann sehen, warum. Steht nämlich auch in der README, dass man dafür eigentlich eher Kleinbusse nehmen sollte, weil man da vielleicht schon mit auch schon normalen Bussen ein bisschen Probleme haben kann. Niemand sagt Hallo, noch nicht mal die Oma. Unfreundlich. Aber ich habe sie auch nicht begrüßt. Aber was ich jetzt schon mal cool finde, es sitzen alle. Auch wenn eigentlich Omsi-Fahrgäste immer zum Stehen tendieren. Weil meistens mehr Stehplätze als Sitzplätze im Bus generiert sind. Beziehungsweise definiert sind. Also, noch 3 Minuten. Diese 3 Minuten, die werde ich jetzt natürlich schön verquatschen. Oh, die sind ja schon so im Flug vergangen. Jetzt sind es auf einmal nur noch fast 10 Sekunden. Und da ist auch noch ein Fahrgast mit hinzugekommen. Und der stellt er sich hin. Nein, er setzt sich hin. Cool. So, jetzt geht's aber endlich los. Also, ich bin jetzt die Karte auch noch gar nicht gefahren. Ich habe die nur mal in Videos gesehen. Ich habe jetzt die letzten paar Tage nicht so viel Zeit gehabt, weil ich halt schon wieder was für die Schule tun Nächste musste. Haltestelle, Klappmütze. Klappmütze. Ja, okay. Ja, jetzt. Ich habe es ja schon in der letzten Folge erwähnt. Ich wollte mir es nicht so. Ja, okay, also das mit. Das mit den Pfeiltasten muss ich noch ein bisschen üben. So, wo war ich jetzt genau? Genau, ich war dabei, ja, ich bin auch noch nicht zugekommen, die Karte jetzt mal zu fahren und zu testen, weil ich halt was für die Schule tun musste. Referat. Schon gleich in der ersten Woche. Wir haben noch nicht mal 2 Schultage gehabt. Und schon gleich am zweiten Schultag haben wir von unserem Englischlehrer, den wir neu bekommen haben, ein Referat aufgedrückt bekommen. Über Australien. Super, nicht wahr? Dann hatte ich auch noch das Pech, dass ich mir jetzt nicht so ganz freiwillig die Gruppe aussuchen durfte. Naja, am Ende durfte ich dann zwischen 2 Gruppen wählen. Ich habe natürlich die gewählt. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Danke für mir ins Wort fallen. Fürs mir ins Wort fallen. Das ist auch wieder gutes Deutsch. Egal.
Auf jeden Fall, ich habe dann so eine sehr motivierte Gruppe ausgewählt, also so eine sehr ehrgeizige Gruppe, die natürlich das so schnell wie möglich fertig machen wollte und natürlich auch noch so viel wie möglich. Naja, bringt dann halt eine bessere Note, hoffentlich. 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 Wobei Englisch und Referate, das konnte ich immer gut. So. Also, noch ein bisschen hier was zur Strecke. Also, ihr seht ja schon, das ist hier schon so ein bisschen überländlicher. Und ja, das ist jetzt hier eigentlich auch das, was die Karte, das, was halt so ein bisschen die Karte auch auszeichnet. Dass das jetzt nicht nur Großstadt ist, beziehungsweise noch nicht mal Großstadt, sondern eher Kleinstadt. Und dass das hier halt viel mit Überland zu tun hat. Und das geht auch ein wenig auf die Performance hier mit den vielen Bäumen. Weil je mehr Bäume, desto mehr Performance-Probleme. Oi, oi, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Ich fahre mit 30 um die Kurve. Was hast du für ein Problem? So, es sind hier schon ein paar längere Streckenabschnitte ohne ohne Haltestelle. Nach so einem Tag ist man übrigens, also nach so einem Tag wie ich heute hatte, ist man übrigens auch gerädert. Obwohl, es klingt nicht so schlimm, aber es ist schlimm. Wir hatten zwei Doppelfreistunden, also wir hatten eine Doppelfreistunde mittendrin. Wir sind jetzt 9. Klasse. Theoretisch dürfen wir es erst ab der Oberstufe haben, aber wir haben es. Warum auch immer. So, jetzt ist, glaube ich... Ah, ich dachte gerade schon, dass der Pfeil falsch wäre, aber... Nee, weil ich erinnere mich noch, dass... Also in einem Video, was ich gesehen habe, geht es auf jeden Fall unter der Brücke durch. Und dann dachte ich eigentlich geradeaus. Jetzt haben wir hier die Haltestelle Klappmütze. Ui. An dieser engen Straße... Wie wär's denn mal mit stehen bleiben? Ich fahr schon noch an den Bordstein ran. Hallo. Auf diesen Feldern werden Nahrungsmittel angebaut. Bitte leinen Sie Ihre Hunde an. Vielen Dank. Hm, okay. Auch wenn hier Strohbeine sind. Hier, und hier scheint die andere 555, also in der Gegenrichtung die Haltestelle zu sein. So, Tür schließen. Jetzt haben wir auch nur noch 0,3. Das ist ja wieder akzeptabler. 30 km/h. Ja, gleich eingestiegen und schon meckern. Tch. Das ist ja, das geht ja wohl gar nicht. Ah, hier die Brücke, das sieht echt geil aus. Nächste Haltestelle. Beziehungsweise Kiepenkerl. Ja, das mit den Ansagen, das ist auch noch so ein bisschen. Bei der letzten Aufnahme, da konnte ich das noch steuern. Wann die Ansagen kommen, und jetzt ist es ja automatisch. Nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Von eben. Wir hatten heute zwei Freistunden hintereinander, mittendrin. 5., 6. Und 7. hatten wir noch eine Unterrichtsstunde. Französisch, für die, die es wissen wollen. So, da ist jetzt niemand und jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Das ist hier eng. Es ist eng. Sehr eng. Gut. Und in diesen zwei Stunden, das ist dann nämlich so geregelt. Es gibt an unserer Schule einmal Religion und Werte und Norm. Werte und Norm ist sozusagen, für die, die es jetzt nicht kennen, ich weiß jetzt nicht, ob das überall in Deutschland, ob es das da überall in Deutschland gibt. Werte und Norm ist eigentlich für sozusagen, es ist Religion, nur halt aus nicht religiöser Sicht. Das heißt, man betrachtet das jetzt nicht so alles gleich aus der Sicht eines mehr religiösen. Ach so, halt, nee, doch, Haltestelle. Nächste Haltestelle, Garenfeld. Und das ist dann halt so gemacht, dass halt, man kann sich das frei aussuchen, was man machen möchte. Und bei uns in der Klasse haben das 3 sich ausgesucht. Und der Rest, das sind 25, die haben dann, wenn die... Nächste Haltestelle, Wendenburg. Die haben dann, wenn die Wert und Norm haben, haben wir frei. 2 Freistunden. Weil das ist dann halt so, dass auch noch mit den anderen Klassen in unserem Jahrgang das sozusagen so zusammengemischt ist. Dass die, die dann in den anderen Klassen das ausgewählt haben, dann auch das haben. Und wir sind die einzige Klasse, die nicht in dieser Zeit dann Religion hat. Also für die, die dann nicht Wert und Norm haben. Und dann ist das halt so, dass wir 2 Freistunden haben. In der 7. hat noch Unterricht. Und in diesen 2 Freistunden müssen wir beaufsichtigt werden.
müssen. Das heißt, nichts mit irgendwie in die Stadt gehen oder nach Hause gehen. Wobei das mit dem nach Hause gehen ist bei mir eh nicht. Weil Bus fährt schon eine halbe Stunde. Und ja. Wenn ich dann schon gleich angekommen wäre, müsste ich schon wieder... Nächste Haltestelle am Knepper. Ich hasse diese Ansagen jetzt schon. Das sind Computeransagen. Die sind noch schlimmer als... Also es sind wirklich schlimme Ansagen, diese Computeransagen. Ich mag die jetzt nicht so gerne. Aber auf jeden Fall, es würde sich dann schon mal nicht lohnen. Dann ist es ja noch, wir dürfen auch nicht das Gelände verlassen, weil wir halt beaufsichtigt werden müssen. Weil Unfälle könnten ja passieren. Wobei... Wohl nein, nein. In der 9. Klasse ist man noch nicht so schlau. Nein. Gab auch heute einen Beweis dafür, aber das erzähle ich jetzt mal nicht. Muss nicht alles erzählen. Auf jeden Fall, dann wurden wir heute so von zwei Praktikanten bzw. Referendare, ich weiß jetzt nicht Hallo. Genau. Hallo. Sie nannten sich selber Praktikanten. Bitte. Waren wahrscheinlich Referendare, wurden wir beaufsichtigt und in einen Raum gesperrt. Durften Hausaufgaben machen. Was ja eigentlich schon ganz gut ist, weil da muss man das jetzt... Ich habe einen falschen Fahrschein von Ihnen bekommen. Ach so, Kurzstrecke. Weil da muss man das jetzt heute Nachmittag nicht machen, das war schon ganz gut. Oh, ich habe schon 5 Minuten... 5 Minuten, genau. Ich habe schon eine halbe Minute Verspätung. Super. Auf jeden Fall, da muss man das jetzt nicht, da muss man die ja schon mal nicht mehr zu Hause machen. Aber dann haben wir ja noch eine Freistunde gehabt und dann waren da schon alle fertig. Und ja, was sollte man dann noch machen? Wir haben gespielt. Nächste Haltestelle, Albringhausen, alter Bahnhof. Erinnert sich noch jemand an das Gespräch, was ich letzte Folge, beziehungsweise vorletzte Folge geführt habe, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dass ich dann einfach eine Ansage abspiele? Hallo. Einmal normal, bitte. Normal, 20 Euro, 2,60. Mhm. Also mal kleiner ging's wohl nicht, was? Kein Kommentar. Auf jeden Fall, dann haben wir Activity gespielt. Ich kann es ja auch nochmal erklären. Man bekommt 3 Begriffe aufgezeichnet. Einen muss man pantomimisch darstellen, den anderen muss man zeichnen und den anderen muss man erklären. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, weil es waren Begriffe wie, also richtig einfache Begriffe. Das heißt, das hätte man so... Ja, ich habe es in 15 Sekunden geschafft, als ich es erklären, pantomimisch darstellen musste und zeichnen musste. Bei 3 Begriffen. Es hat also sozusagen überhaupt keinen Spaß gebracht. Und jetzt mal vorstellen, dass jede Stunde, also dass das dann wöchentlich einmal so wäre. Das würde ich nicht aushalten. Zuschlag. Ja, okay, die guten Haltestellennamen, die etwas lustigen Haltestellennamen sind auch dieses Mal wieder vertreten auf der Karte. Könnte sein, dass ich jetzt... Nee, bin ich nicht. Ich dachte, ich wäre jetzt gerade auf Aufnahme beenden gekommen, weil das ist nämlich genau neben den Tasten, womit ich die Türen aufmache. Ich sollte das vielleicht nochmal auf eine andere Taste legen, aber ich weiß nächste nicht, auf welche... Nächste Haltestelle, Schloss, Parkplatz. Schön. Schön. Gibt auch eine Innenanzeige, wo die Fahrgäste das lesen können. Oh, eine Eisenbahnbrücke. Sieht zumindest so aus. Oh Gott. Ja, okay, das ist schon eine 30er-Kurve, würde ich eher sagen. Ja, noch nicht mal ganz 30. Naja, es kann sich ja auch immer noch was am Stundenplan ändern. Das war ja bislang jedes Jahr so. Wobei, es kann immer noch schlimmer kommen. Was ich natürlich auch so richtig mag, ist zur zweiten Stunde oder zur nach der siebten. Weil zur zweiten Stunde fährt bei uns, zumindest von hier aus, wo ich wohne, kein Bus zur Schule.
Das heißt, dann darf ich da wieder eine Stunde rumsitzen. Und nach der 7. braucht der Bus, der sonst nach der 6. ja, knapp 20 Minuten braucht, braucht der nach der 7. Stunde bei uns einfach eine Stunde. Weil der Bus einfach jeden Umweg mitnehmen muss. Und die kriegen es einfach auch nicht hin, irgendwie einen Bus hinzubekommen, der dann sozusagen zu uns fährt. Auf den direkten Wege, weil es sind schon einige, die da auch nicht hin wollen. Ja, das ist ja unglaublich. Da hat seinen Führerschein gewonnen, oder? So, ich habe Manni mal eben ausmeckern lassen. Es sind ja schon einige, die dort auch wohnen. Es ist sozusagen der nächstgrößere Ort. Aber die kriegen es einfach nicht hin, so eine direkte Verbindung anzubieten. Obwohl das schon einige dann nutzen würden. Schlimm. Schlimm. Ich muss mir jetzt echt mal mit den Pfeilen angewöhnen, dass ich das mit den Pfeilentasten... Oh Gott. So schnell sollte ich jetzt auch nicht fahren, weil Kurven und Fahrgästgemecker... ineinander stehen. Die Fahrgäste stehen mal wieder ineinander drin. Schön. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Das ist jetzt die vorletzte Haltestelle und dann geht's ja gleich zum Schloss hoch. Aber das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, wie weit der Weg ist, aber es dürfte schon ein bisschen sein. Was steht denn hier so auf den gelben Ortsschildern? Waldhofen, Albringhausen, Gevelsberg. Keine bekannte OMSI-Karte. Oh, das ist knapp, knapp. Aber der hält, zum Glück. So, jetzt fahren wir hier in eine Sackgassenstraße. Aber das dürfte jetzt eigentlich schon hier oben sein, wenn ich jetzt hier einmal so hingucke. Ist auf jeden Fall so eine kurze Überlandlinie, die eigentlich schon ein bisschen Spaß macht zu fahren. Vor allem auch, die ist auch schon so ein bisschen anspruchsvoller, wie man ja eben schon gesehen hat, so bei diesem einen kleinen Teil. Macht aber meiner Meinung nach Spaß. Ist sozusagen wie die 110 auf Winsenburg. Eng und hat Berge, wie man hier jetzt auch sehen kann. 110, die kann ich auch mal fahren, aber dann nehme ich mir einen besseren Bus. Also einen größeren Bus und keinen Midi-Bus. Weil das wäre dann eigentlich, würde auch spaßiger werden. Weil da gibt es echt eine schöne Stelle, wo man dann gut festhängen kann. Und das auch schon hier mit so einem kleinen Bus. Dorper Brücke. So. Ich könnte jetzt noch einen kleinen Screenshot hier machen. Dann habe ich nämlich auch was fürs Thumbnail. Aber irgendwie keine gute Position dafür. Ich muss den Bus da vielleicht nochmal anders für parken. Auf jeden Fall, das wäre es jetzt von dieser kleinen Folge OMSI. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Da wird es dann wahrscheinlich die Linie 110 auf Winsenburg geben. Jetzt, wo ich gerade auf die Idee gekommen bin. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!